Episode 30 von Cyberpunk DLC Phantom Liberty. Das ist echt mal eine gute Spielzeit für so ein DLC. Bisher finde ich auch alle Missionen richtig geil und richtig spannend gemacht. Auch die Nebenaufträge und so. Alles hat sich bisher richtig gelohnt, die Spielzeit. Und wir machen jetzt weiter mit der Hauptmission. Wir müssen jetzt Reed ein wenig Unterstützung geben mit dem großen Tsunami-Sniper-Gewehr hier. Und damit wünsche ich euch heute viel Spaß mit Folge 30 und vielen, vielen Dank an alle, die hier täglich das Projekt Phantom Liberty unterstützen mit einem Daumen nach oben. Und vielleicht habt ihr ja auch heute wieder Spaß mit der Hauptmission. Mal gucken, wie das hier wird. Also hauen wir rein mit dem Gewehr. Los geht's. Also Reed, leg los. Vergiss nicht, der Gang ist vermint. Sonst ist die Luft rein. Verstanden. Ich gehe weiter. Ja. Macht er die Mine selber? Schieße ich drauf? Eine Tsunami zu Shigumo kann ich auf Verbündet stellen. Kann ich, ja. Aber er kann sie auch einfach deaktivieren. Oder hat er jetzt? Ist grün. Okay. Mine entschärft. Weiter geht's. Ich sehe nichts. Ist um die Ecke irgendwas? Kann ich weiter? Ja, unten ist was. Hier unten. Leider nicht, Chica. Patrouille kommt. Bin auch komplett pleite. Verstanden. Ich gehe in Deckung. Dann müssen wir wohl mal eine Runde um den Block drehen. Gehen die da hoch oder bleiben die unten? Die gehen hoch. Ab jetzt ruhig. Lass ich die einfach vorbeigehen? Ja, ne? Erstmal schon. Ich gehe weiter. Die gehen durch die Tür. Ich dachte, die gehen vielleicht durch die Mine. Das wäre natürlich auch geil gewesen. Was ist eigentlich mit diesen Sicherheitsdingen? Bewegungssensor. Kann ich nicht umgehen. Kümmer du dich drum, okay? Ja, was mache ich denn da? Kann ich den hacken? Kann ich irgendwo drauf schießen, dass das ausgeht? Sensor ausgeschaltet. Aha. Sehr gut. Weiter geht's. Das Geschütz hier ist auch nicht... Das könnte ich umpolen für den Fall der Fälle. Ich lasse es aber erstmal nochmal so. Es ist nicht eingeschaltet, falls da noch welche zurückkommen. Mit dem Überwachungssystem verbunden. Ich brauche Hilfe. Du nimmst die Wache links und ich die hinter der Wand. Okay. Freie Schussbahn. Auf mein Signal. Okay. 3, 2, 1. Jetzt sogar noch die Zeit verlangsamt bei mir. Digga, die Kamera da. Aber es sind unsere Kameras schon, ne? Die ist grün. Ich kann auch auf die Kameras zugreifen. Das ist schon gut. Das ist auch unser. Der Fahrstuhl kommt runter. Große Patrouille kommt auf dich zu. Verstanden. Ja. Ich gehe in Deckung. Hey, was ist der Unterschied zwischen einem Scaff und einer Zwiebel? Keine Ahnung. Beim Scaff musst du nicht heulen, wenn du ihn aufschlitzt. Ja, der war voll witzig. Ich gehe weiter. Da stehen noch ein paar mehr, ne? Der Scharfschütze hat mich gesehen. Erledige ihn. Komm. Sehr gut. Weiter geht's. Ich sehe sie. Danke. Da willst du hocken bleiben? Okay. Er geht weiter doch. Ich hätte ihn sonst weggeballert. Bin in Position. Ja. Die Wache ist in Sicht. Schalte sie aus. Siehst du die Kamera über mir? Die können wir nutzen. Okay. Die Kamera gehört mir. Markiere unser Ziel und schieße. Der Schuss sollte durch die Wand gehen. Okay, interessant. Bist du noch da? Ja, ich wollte ihn markieren. Mit R3 markieren habe ich doch. Geht nicht. Ich kann den nicht markieren. Wieso kann ich den nicht markieren? Ist er markiert?
Er ist nicht markiert. Wieso kann ich nicht markieren? R3, da steht markieren mit R3. Aber die reagiert nicht. Sicht auf Scharfschützen lässt, ja. Heranzoomen? Jetzt steht nicht mal mehr markieren dran. Jetzt sehe ich ihn. Weil ich ihn gepinkt habe. So. Erledigt. Ping ich ihn lieber mit mir. Damit ging's dann. Lieber auf Nummer sicher gehen. Das Geschütz ist auch nicht aktiv. Aber dann muss er halt den langen Weg gehen. Ich dachte halt, ich muss da rumlatschen. Aber nee. Er geht da rum und wir... Patrouille kommt. Wir geben ich sehe sie. Deckung. Ausschalten oder nicht ausschalten? Ich wurde vielleicht gesehen, wie. Du musst dich um die kümmern, bevor sie mich erwischen. Alter! Die Luft ist rein. Kannst weiter zur Brücke. Gute Arbeit. Zweimal daneben geschossen und dann beide mit einem Schuss. Genau so wollte ich das haben. Dass sie sich perfekt hinstellen. Deswegen erstmal so hinschießen, dass sie sich perfekt hinstellen und dann einfach wegballern. Wie? Du hast nichts mitgenommen. Du hast nichts mitgenommen eigentlich. Der liegt ja hier noch. Looten kann ich. Aber irgendwie keine Waffe in der Hand. Ich lasse jetzt die Brücke runter. Los. Okay, mach das. Dankeschön. Das ist nur die Brücke. Okay. Hast reine Arbeit, wie? Ich weiß. Sehr gut. Ich bin beeindruckt. Mir nach. Gehen wir zum Aufzug. Level up. Level 57. Cool. Fast max Level. Bis 60 geht's, ne? Mal kurz schauen. Was wir bekommen haben, war halt noch ein Snipe. Wir haben es einfach abgerissen und mitgenommen. Ist es hier irgendwo? Das da ist es. Rasetsu, so heißt das Ding. Ikonisches Tech-Scharfschützengewehr. 300% Kopfschuss-Schadensmultiplikator, Panzerdurchdringung und Aufladezeit. 1,5 Sekunden. Tsunami ist mal wieder führend bei der Entwicklung neuer Waffentechnologie. Warum? Diese aufgeladenen Kugeln durchdringen Gegner und verändern ihre Flugbahn, um mehrere Gegner gleichzeitig zu treffen. Na klar. Kennt man ja. Die durch um die Kurven fliegenden Patronen. So. Was nehme ich jetzt noch mit, ey? Wenn man alles schon hat, ne? Vielleicht die Schusswaffen noch verbessern. Was ist denn das hier? Lohnt sich das hier nicht? Verlangsamt die Zeit um 25% für dich und deine Gegner, wenn Fokus aktiv ist. Wenn Fokus aktiv ist, wird die Dauer nach Neutralisieren eines Gegners mit einem Fernkampfangriff zurückgesetzt. Wenn Fokus aktiv ist, ist es leichter, gegen Granaten aus der Luft zu schießen. Fokus, Fokus, Fokus. Hier ist alles auf Fokus. Nachladegeschwindigkeit, wenn du das nächste Mal einen Gegner neutralisierst. Wenn Volltreffer aktiviert ist, 35 Nachladegeschwindigkeit. Das ist alles irgendwie nicht so... Nicht so spannend. Speicherregeneration für jeden Quick-Hack in Warteschlange. Mann, 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 Mann. Schaltet Fahrzeug-Quick-Hacks frei, sodass du aus der Entfernung die Kontrolle übernehmen, Alarmanlagen auslösen oder sogar Fahrzeuge in die Luft jagen kannst. Die Verfügbarkeit eines Quick-Hacks hängt von der Kategorie deines installierten Cyberdecks ab. Das nehme ich mit. Autos hacken. Warum nicht? Vielleicht hilft das auch bei der Verfolgungsjagd, dass ich dann schon in Autos hacken kann oder so. Das wäre auch nice. Das nehme ich mit. Da sind unsere schicken Klamotten drin in der Tasche. Nice. Wäscheraum. Fast geschafft, wie? Jo. Na endlich. Du siehst ein bisschen blass aus. Ach was. Hat er ein kleines Déjà-vu? Du siehst auch nicht toll aus, Reed. Du siehst auch nicht so toll aus, alter Mann. Letzte Mission ist schon länger her, ha? Ich bin vielleicht nicht mehr jung.
Aber ich habe die wertvollste Waffe überhaupt im Arsenal. Dein echt geiler Ledermantel? Nein, wie? Erfahrung. Angeber. Wie viele Missionen hast du schon hinter dir? Auf wie vielen Missionen warst du? Ungefähr. Deutlich mehr als dein Alter in Jahren. Aber jetzt überfallen wir die Party eines ruchlosen Diktators, dem wir seinen wertvollsten Besitz klauen wollen. Okay. Er hat also schon 20 Aufträge hinter sich. Krass. Zeit zum Umziehen. Zieh deine neuen Klamotten an und üb dich im Lächeln. Zeit für die Party. Okay. Was haben wir denn hier? Stylischer Anzug. In grün? Wieso denn so eine Farbe? Ist das ein Clownsanzug? Kann ich mit dem Taucheranzug auf die Party gehen? Partys mit Taucheranzug sind auch ganz cool. So. Taucheranzug, da. Stylischer Anzug-Outfit. Alter, das ist ein grüner Krokodilleder-Scheiß. Das ist überhaupt nicht schön. Ich hatte viel bessere Kleidung. Das ist echt nicht schön. Das ist nicht schön. Sie fühlt sich nicht wohl. Wir sind soweit. Ja, du hast ja so einen dunklen Anzug, ne? Er lässt wieder den Styler raushängen und ich muss mit dem Rotz hier rumrennen. Guck, ja, du siehst super aus. Komm schon. Soll das ein Kompliment sein? Das sieht nicht gut aus. Das Outfit ist scheiße. Oh, wir sind schon auf dem Dach. Ganz oben. Hey, da ist Johnny. Eins muss ich Hansen lassen. Die Party hat was. Ja. Klotzen, nicht kleckern. Zu meiner Zeit gab's sowas nicht. Und jetzt geh da rüber und hilf mir auf die Sprünge. Hab vergessen, wie echter Champagner schmeckt. Dieser Wasserfall, ne, wo wir da unten auch schon drin standen, wo das von oben so runtergeht, ey. Aber es sieht hier oben nochmal beeindruckender aus, als wenn man da unten steht. Okay. Geh zur Party. Ich fühle mich mit den Klamotten nicht wohl. Und wer ist der berühmte Popstar, der hier auftreten soll? Kennen wir sie vielleicht? Wir hätten mal mit diesem einen Popstar zu tun. Und wenn das die ist, wäre doch ganz cool. Wie hieß sie noch? Hab ich den Namen vergessen. Der haben wir doch geholfen wegen ihrem Stalker-Problem oder so, ne? Ich bin an der Bar, falls du mich brauchst. Natürlich bist du an der Bar. Okay, hier ist nur das größte Gesocks vertreten, was man in Dogtown finden kann. Die Reichen. Da hinten haben wir nichts mehr, ne? Ja. Guck mal, die haben wenigstens stylische Outfits an. Und ich müsste mit so einem Rotz rumlaufen. Willkommen. Hey. Darf ich Ihnen Champagner anbieten? Darfst du? Da sage ich nicht nein. Einen angenehmen Abend noch. Danke. Ganz in Gold angemalt. Genau wie in Goldfinger. Es ist, als würde er Trüffel und Kaviar scheißen. Und die Leute stehen Schlange und halten ihm die Teller unter den Arsch. Mhm. Die fressen alles, was er ihnen vorsetzt. Aha. Kurt Hansens Arschkriecher. Wir müssen neue Variablen bedenken. Virales Wahlkampagne, die Ermittlung. Nein, ich weiß, dass das extra für uns gemacht wurde. Es geht nicht um die Bezahlung. Ich brauche nur die Papiere dazu. Gibt es keine Alternative? Werden wieder nur die schmutzigsten Geschäfte gemacht, ey. Coole Maske. Alleine hier? Nein? Okay.
Aber niemand, den man kennt. Wir brauchen Ausrüstung, die in extrem niedrigen Temperaturen zuverlässig ist. Ganzer Ausblick über Dogtown. Wobei da unten ist Pacifica, das ist die alte Mall. Und da haben wir Night City, ey. Sehr schöne Aussicht. Bisschen umsehen muss sein. Ich darf nicht auf die Bühne, schade. Doch, hier, dann drauf gehen. Bühneneingang. Oh Mann. Nur für Künstler. Ich bin Künstler. Siehst du nicht, wie scheiße ich angezogen bin? So laufen nur Künstler rum. Folgendes. Entweder bekommen wir eine Kaufmischung. Was jetzt? Ich weiß auch nicht mehr als du. Wir sollten herkommen. Entweder trifft sie uns, oder sie hat was für uns versteckt. Aha. Und du? Was machst du? Wir genießen die Party? Ich glaube, das ist eine geile Party hier. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Zu meiner Rechten, in der Nische hinter der Treppe. Der Typ in Uniform, der aussieht, als käme er direkt vom Schießstand. Ja? Ihm gehört das Black Sapphire, Mr. Dogtown höchstpersönlich. Kurt Hansen. Und offenbar gut Freund mit dem NCPD-Commissioner. In seinen Durchsagen wettert er über die Polizei. Aber das ist nur Show. Hinter verschlossenen Türen steigt er nur zu gern mit den NCPD-Oberbullen ins Bett. Halt dich fern von ihm. Keine Konfrontation. Aber bleib sichtbar, damit Songbird auch die Chance hat, uns zu finden. Ich hol mir einen Drink und seh mich um. Bleib dran. Okay. Pass auf, dass du niemanden bedrängst. Möchten Sie etwas trinken? Scheinwahren. Also tu so, als hättest du Spaß. Ich hab doch voll Spaß. Gin Tonic, bitte. Ich hab nie jemanden bedrängt. Ich suche nach einer Freundin, die mich hier treffen wollte. Okay. Hat deine Freundin einen Namen? Na? Song So-mi. Koreanerin. Um die 30. Hab sie vielleicht gesehen. Wo denn? Auf diesem Stock. Hier? War sie allein? Nein, Colonel Hansen war bei ihr, glaube ich. Der Colonel. Er redet gerade mit irgendwelchen anderen Leuten. Okay. Nicht mit ihr. Ja, ich sehe ihn. Genehmige dir nachher einen auf mich. Danke. Das mache ich doch gern. Müsst ihr jetzt so laute Musiker machen, ey? Wie soll man sich da unterhalten? Die ist hier auf diesem Stockwerk. Da sitzt sie aber. Da ist Hansen, aber das daneben ist nicht Songbird. Genieß die Party, bis Songbird sich bei dir meldet. Das ist auf jeden Fall Hansen. Hey, Johnny. Kurt Hansen, der König von Dogtown höchstpersönlich. Eher ein Straßenköter als ein Alpha-Wolf. Ja? Er ist von allen hier, die hier rumlaufen, noch halt am normalsten angezogen halt. Wie sollen wir denn die Party genießen, bis Songbird sich meldet? Gibt's sie nicht zum Genießen. Alle haben sie ihre Bodyguards dabei. Die kommen mir bekannt vor. Ja, ich weiß. Es ist nicht mal eine Tanzfläche da, wo Leute tanzen oder so, ne? Die stehen alle nur rum. Was? Deck. Okay. Hey, hast du dich verirrt? Bist du Songbird? Verkleidet? Bekanntes Gesicht aus den Medien. Ruft Zeng? Die einzig wahre. Willst du mir nicht Gesellschaft leisten für den Rest des Abends? Es ist noch früh. Etwas später? Okay. War das die echte bekannte Persönlichkeit? Und das soll heißen. Soll heißen. Nur falls du dich noch fragst, warum ich Konzernratten und Politikfotzen hasse, du bist eine Diebin und Söldnerin und trotzdem moralisch weniger abgefuckt als der Rest dieser Party. Ja, ne? Okay, lies die Nachricht von Songbird. Da hat sie sich gemeldet. Read Informationen. Okay. Read informieren. Hier gehen krasse Deals über die Bühne. Wow. Die Geschäfte hier, Mann. Hab eben von einem Waffenhandel gehört, mit dem man eine Privatarmee ausrüsten kann. Wundert mich nicht. Sieh dich
mal um, wer alles hier ist. Ja, habe ich. Ausländische Botschafter, Diktatoren von Bananenrepubliken, Möchtegern-Revolutionäre, Konzernbosse. Die alle haben Bedürfnisse, die Hansen und seine Leute erfüllen können. Okay. Lies die Nachricht von Songbird. Würde ich gern. Aber das Menü war eben nicht da. Songbird, hier. Guck mal hoch auf den Zwischenstock. Darf ich da hochgehen? Ja, da ist sie. Darf man da nicht hoch? Der NCPD-Präsident macht einen Deal mit dem Boss der Sixth Street. Ganz ungeniert. Diese Party ist wie ein Mikrokosmos von Night City. Das NCPD ist auch bloß eine Gang. Nur eine mit Börsengang. Ja. Das stimmt. Aber die Gang wird schlechter bezahlt, was die Mitarbeiter angeht. Hey. Was, Mister? Kenn ich den? Mr. Kevorkian. Ah. Kennen wir uns? Sorry, ich habe einen wichtigen Holo hier. Ja. Okay. Mhm. Ja, telefoniert für die weiter. Größten Märkte. Analyse, Informationseinbindung, Candlestick. Songbird. Gut, dass du hier bist. Du wirkst überrascht. Liegt's an der Frisur? Ja, umsonst. Ja, das ist nur die Frisur, ja. Wen hältst du mich? Schicker auch, das Outfit. Besser als meins. Das Kleid steht dir. Das Kleid steht dir gut. Darum geht es doch. Danke. Wir reden morgen weiter. Und das hat dich bestimmt am meisten überrascht. Tschüss. Es ist so schön, dich zu sehen, Vi. Wüsste nicht, was ich ohne dich machen soll. Du hast mir keine Wahl gelassen. Du hast mir ja keine große Wahl gelassen. Hast gesagt, ich soll kommen und bist verschwunden. Der, Runner, dein Freund, der uns letztes Mal verbunden hat. Ich habe ihn umgebracht, oder? Sie meint Slider, wegen der Blackwall. Nicht du, das war die Blackwall. Das waren wir beide. Ja, hast ihn schön kalt gemacht. Das war Reeds Schuld. Er hat ihn nicht rechtzeitig ausgestöpselt. Ich habe ja diese Intelligenz plus 20 Dingswahl gemacht und Reed hat nicht den Stecker rausgezogen. Mach dich deshalb nicht fertig. Reed hat den Kerl praktisch gezwungen, uns zu helfen. Außerdem lieber er als wir, oder? Ich hatte keine Zeit, alles zu erklären. Er ist schon da. Soul. Ich hab... Oh oh. ...so viele Fehler gemacht. Ist schon gut, Song. Nicht deine Schuld, sondern voll und ganz unsere. Eure? Meyers und meine. Ich weiß, wozu sie dich gedrängt, gezwungen hat. Und ich war nicht da, um sie aufzuhalten. Leute... Wir haben echt keine Zeit für diesen Kram. Stimmt. Wir müssen dich herausholen. Das ist nicht möglich. Doch, ist es. Wir können hier raus. Glaub mir. Das meine ich nicht. Ich sterbe so. Wie? Hansen hat das Gegenmittel. Wenn wir abhauen, sterben wir beide. Der Relic bringt Wie um. Die Blackwall, mich. Ich kann nicht weg. Du hast doch bestimmt einen Plan, oder? Du hast einen Plan. Das höre ich doch. Ja. Einen, den ich ohne Hilfe nicht umsetzen kann. Hansen besitzt irgendeine Tech aus einem Bunker in Dogtown. Okay. Tech, die mich und Wie heilen kann. Wir müssen sie klauen. Aber das geht nur, wenn ich hier bleibe. Die Gefangene spiele. Sumi, scheiße. Wir warten auf unsere Chance und schlagen zu. Ich bleibe hier und melde mich, wenn die Zeit reif ist. Sobald ich die Tech habe, hau ich ab. Mit dir ist es nie einfach, oder? Ah, Sumi. Oh oh. Willst du mir deine Freunde nicht vorstellen? Es kommt nicht oft vor, dass ich die Gäste auf meiner eigenen Party nicht kenne. Das glaube ich. Und ich vergesse nie ein Gesicht. Kurt Hansen. Ich bin Vi. Sumi hat uns eingeladen.
Und offensichtlich nicht nur dich. Ich hoffe, ihr genießt den Abend. Nun gut, ich muss dich entführen, meine Liebe. Dich wollen ein paar NC-Politiker kennenlernen. Und wenn wir möchten, dass die hungrigen Ratten aus Dogtown wegbleiben, müssen wir sie gelegentlich füttern. Ich gehöre ganz dir, Kurt. Bis gleich wie. Die Berührung, ey, dass sie gleich wieder auslöst bei uns. Ha. Es hat geklappt. Unser Link hat sich wieder aufgebaut, als ich dich berührt habe. Ah, cool. Interessant. Ja. Ich muss das verarbeiten. Ich brauche einen Drink. Ich bin unten. Aber Reed sieht dich nicht. Ich werde dir alles erklären. Okay, jetzt kann sie frei reden, weil kein anderer zuhört. Okay, was zur Hölle war das? Was soll das, Song? Ich kenne nicht viele Gefangene, die im Cocktailkleidchen auf Partys abhängen. Und dann der übertrieben freundliche Umgangston mit deinem Kidnapper? Das ist Tarnung, wie. Ich tue, was ich muss, um zu überleben. Und um zu kriegen, was ich will. Hansons Angeberei ist ein kleiner Preis. Wie, ich... Ich kann jetzt nicht alles bis ins Detail erklären. Aber ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles, was ich will, ist unsere Heilung. Das wollte ich die ganze Zeit. Aber wie das hier gerade läuft, ist schwierig, kompliziert. Das gefällt mir so ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Glaub mir. Ganz ehrlich, es sieht für uns alle drei beschissen aus. Erklär mir mal deinen Plan. Das Heilmittel. Wie kommen wir daran? Wir brauchen die Neuralmatrix. Geheimtech, die KIs von hinter der Blackwall benutzt. Die Matrix liegt auf einem Mainframe, den Hansen im Bunker gefunden hat. Okay. Der Mainframe ist gesichert und Hansen hat keinen Zugriff. Und was ist diese Neuralmatrix? Was genau ist eine Neuralmatrix? Kurz gesagt, ein Speicher für eine KI, die in bestimmten Bedingungsgrenzen gefangen ist. Wenn die KI ausgelöst wird, führt sie aus, was diese Bedingungen vorschreiben. Genauer kann ich das jetzt nicht erklären. Keine Zeit. Okay. Und wie kommen wir an die Matrix? Raus damit. Gibt's einen Plan? Hansen braucht mich und zwei Runner, die früher mit der Tech gearbeitet haben. Sie haben Zugriffscodes, die sie ihm verkaufen würden. Normaler Schwarzmarktkram halt. Sie sorgen für den Zugriff und ich weiß, wie wir Matrix und Daten aus dem Mainframe ziehen. Wir sollen zusammenarbeiten. Das ist unsere Chance. Du klaust die Zugriffscodes und lässt die Runner verschwinden. Dann gebt ihr euch als die beiden aus und trefft Hansen. Bei der Gelegenheit schnappen wir ihm die Matrix unter der Nase weg. Wie sollen wir es denn als die Runner ausgeben? Wie soll das gehen? Wie sollen wir uns als die Runner ausgeben? Tech für Persönlichkeitsdiebstahl. Alex und Reed kennen sich gut damit aus. Sie werden es dir erklären. Dass uns ausgerechnet die beiden helfen, hätte ich nie gedacht. Persönlichkeitsdiebstahl, okay, das ist machbar. Aber du, irgendwas verheimlichst du noch. Dieser Job, diese ganze Sache mit Hansen, das passt doch alles vorne und hinten nicht. Du verschweigst mir irgendwas. Ich kann dir jetzt nicht alle Details geben, wie. Bitte, wir brauchen die Matrix. Konzentrier dich auf die Runner. Die sind hier, unten. Rothaarige Zwillinge. Beide mit mehr Eis als in der Antarktis. Deine Kiroshi-Scans werden durchdrehen. Okay. Du willst mich loswerden. Das Champagnerglas da drüben. Dort warten Infos auf dich. Bring sie Reed. Die braucht ihr später. Okay. Ich muss jetzt los, wie. Ich zähle auf dich. Songbird? Wo ist das Licht denn? Und weg ist sie. Die Leute versammeln sich jetzt an der Bühne. Weil jetzt der Superstar auftritt. Unglaublich! Holy shit. Bezaubernd! Alter, kriegt Flügel!
Das ist ja mal geil. Schöne Show. Aber ist das die silberne, die wir aus der Hauptquest kennen? Der Popstar? Ist halt immer noch so weit weg. Ist auf jeden Fall auch verchromt. Oder? Auch wenn sie hier ein bisschen so klein ist. Voll nice. Sie fliegt. Und man sieht noch nicht mal die Seile, die sie hochheben. Und jetzt müssen noch mal die Flügel kommen, oder? Oh, das ist eine Spinne. Alter. Verschwindet sie wieder da unten. Wie ein fallender Stern. Geil. Geiler Auftrag. Geiler Auftritt. Passender Auftritt für Folge 30, oder Leute? Da kann man ruhig mal klatschen. Nice. Hat mir gefallen. Und jetzt geht das Licht wieder an. Ja, echt. Bravo! Bravo! Ja, das war nice. Richtig nice gemacht. Kurt Hansen hat aber ein wenig beleidigt geschaut, als wir ihm nicht die Hand gegeben haben, ne? Aber damit muss er leben. Ja, Leute, der Auftritt war doch geil. Bisher immer noch eine sehr, sehr coole und spannende Mission hier in der Hauptgeschichte. Mit Songbird haben sie auch mal wieder gesehen. Und dann machen wir in der nächsten Episode weiter, Leute, und haben hier noch einen schönen Blick auf Night City. Ich hoffe, euch hat Folge 30 gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und dann bis zur nächsten Episode von Cyberpunk. Ciao, ciao.